Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Hearts of Iron 3 mit dem Deutschen Kaiserreich. Wir sind immer noch hier in den Portugiesisch-Afrika am Einmarschieren und brauchen dann nur noch, höchstwahrscheinlich nur noch diesen einen Siegpunkt. Die werden sich jetzt erstmal hierhin zurückziehen und dann da sofort angreifen. Währenddessen lassen wir schon die ersten Truppen nach Südafrika marschieren und hier ist auch letztendlich das Korps angekommen. Damit wir auch Bhutan fertig machen und Indien freikriegen. Währenddessen könnten wir eigentlich noch massiv produzieren. Wir haben 603 Industriekapazität, mein Gott. Aber ich würde jetzt gerne ein paar Flughäfen bauen, da ich ja weiß, dass ich gerade in Amerika dann gern ein paar Flughäfen hätte. Und deswegen würde ich auch gerne noch ein paar Jagdflugzeuge bauen. So. Ach, natürlich sichern die das ab. Aber ja, hier haben wir das auch. Die zwei Kavalleriedivisionen dürfen sich auch dann mal schnell dahin bewegen. Wann kommen die denn an? 28. Juni. Das wird noch dauern. Die hier auch am 18. Juni, ja. Bis das fertig ist, bis die angekommen sind, wird das noch dauern. Währenddessen kann man ja mal kurz unsere Armee angucken. Die besteht nämlich hier im Westen, also im Osten Russlands, nein, im Westen Russlands, aus knapp 500.000 Mann. Hier das Berlin-HQ besteht, also hier Norddeutschland, Dänemark, Preußen und die Niederlande und Finnland und halt noch ein Korps in Afrika. Die bestehen aus 800.000 Mann. Und hier das Bitburg-HQ, welches ja so ziemlich ganz Frankreich abdeckt und ganz Spanien, Portugal und Großbritannien und Irland und halt noch ein Korps, was jetzt hier in Indien landet, besteht aus knapp 1,1 Millionen Mann. Und dann haben wir noch das süße kleine München-HQ, welches aus 37.000 Mann besteht. Und das Einzige, was die haben, ist hier eine kleine Armee, in der sie die Schweiz und einen kleinen Teil Frankreichs abdecken. Was ich gesehen habe, sind wir aber hier schon da. Sind wir hier dann auch mal da? Ach ja, 28. Juni war das, nicht wahr? Dann wird das noch dauern. Flugzeuge kann ich ja keine runterschicken, nicht wahr? Hier in Afrika gibt es, glaube ich, keine Flughäfen. Zumindest
ist es sehr unwahrscheinlich, dass es in Afrika Flughäfen gibt. Ah. Hier. Ja, das war klar. Und es war auch klar, dass sie ihre Hauptstadt mit irgendwas verteidigen. Da haben sie auch schon einen Flugplatz. Das ist ja toll. Ich möchte jetzt erstmal die ganz schön bombardieren. Oh, das ist nicht sehr gut. Ja. Nationalisten halt. Die sollten jetzt doch eigentlich das ganz gut abdecken. Wir haben noch immer viel zu viel frei an Industrie. 26. Juni, 16 Uhr. Nee, die sollen da bleiben und den Siegpunkt halten. Die könnten da angreifen. Die Bomber, ja, sind da. Sollen vorerst mal da Unterstützung leisten. Schafft das schon. Das schafft ihr. Ich weiß es. So. Ja. Hoffentlich schaffen die das schnell. Und Angriff. Ei, nein. Nein, genau das. Genau jetzt haben. Ach. Vielleicht hilft es ja, wenn ich die belgischen Siegpunkte wieder zurückerobere. Das werden wir ja sehen, sobald wir das gemacht haben. Okay, ihr könnt wieder zurück. Das HQ darf nicht ausgelöscht werden. Ach,
Jetzt werden unsere Flugzeuge noch mal verbessert. Das ist gut. Erster Siegpunkt erobert. Nein, noch nichts. Ja. Dann kann ich die ja mal einfach dahin schicken und dann per Hafen darunter bringen, um den Siegpunkt zu erobern. Mehr kann man da halt nicht machen. Ja. Die Revolten sind noch sehr stark, aber es wird langsam. Das wird. Ein Problem sind halt die Kämpfe in Südafrika. Okay, die Niederlande sind jetzt in der Entente drin. Dafür könnte ich doch auch mal meine Transporter benutzen. Ja, sobald Bhutan gefallen ist und Nepal, kann ich ja dann. Oh, vier Divisionen sind fertig. Und die letzte ist auch gleich fertig. Ja. Alle Infanteriedivisionen sind fertig. Und das heißt, ich heb schon die ersten Truppen aus, die in Schweden und Norwegen einfallen sollen. Neunte Korps, was ist mit der Armee Nord? Das ist die Armee Nord, ja. Nee, erstelle ich einfach was Neues. Zweite Armee. Skandinavien. Und die kommt in die erste Armeegruppe Nord und die kommt ins Berlin-HQ. Und die Armee Nord kommt in die erste Armeegruppe Nord, okay.
Und Bhutan wird immer weiter zurückgedrängt. Haben dies dann auch. Ja, irgendwann demnächst. Ich weiß nicht, wie sehr mir das gefällt, dass die Portugiesen noch existieren. Ich meine, deren nationalen Zusammenhalt zerstöre ich ja eh schon mit den Spionen. Ich habe wirklich jetzt 5 Panzerdivisionen noch erstellt. Ja, die stelle ich dann noch auch noch nach Spanien. LK1. In die erste Armee und die ist in der ersten Armeegruppe Spanien. Das ist im Bitburg-HQ. Sind nein. Ja. Jetzt sollten wir auch dann langsam keine Probleme mehr haben. Die sind endlich da. Auch wenn es keinen Sinn hat, ganz kurz kann man sie ja mal aufhalten.